Respekt bedeutet ja in erster Linie Rücksicht. Also ich habe mal auf der Schule Latein gehabt vor vielen Jahren, von daher erinnere ich mich daran, Respektus heißt in der Tat Rücksicht. Und es meint nichts anderes, als dass man seinen Mitmenschen achtet, dass man ihn akzeptiert. Aber man muss auch sagen, Respekt ist nur in einem gegenseitigen Einvernehmen möglich. Das heißt also, wenn eine Seite dort nicht entsprechend reagiert, wird es ganz, ganz schwer werden. Wenn Sie Schiedsrichter sind, dann haben Sie jedes Wochenende mit dem Thema Respekt zu tun. Und es ist natürlich auch eine wichtige Charaktereigenschaft oder ein Muss für den Schiedsrichter, sich Respekt zu verschaffen. Denn das ist leider Gottes so, der Respekt von vornherein besteht einfach nicht. Es sollte eigentlich so sein, weil ein Spieler, der sich innerhalb dieses Sportspiels bewegt, muss sich eigentlich Regeln unterwerfen. Er muss Regeln respektieren, also muss er auch den Schiedsrichter respektieren. Wenn es denn mal Fehlentscheidungen sind und ich werde nach dem Spiel gefragt, dann kann ich und soll auch zugeben, wenn es denn ein Fehler war. Und ich kann auch meinen Ärger vor der Kamera deutlich artikulieren. Das ist mir auch passiert. Ich weiß noch vor vielen Jahren, dass wirklich ein Ball, der definitiv die Torlinie überschritten hatte, von mir als solcher aber nicht erkannt worden ist, dass ich dann nach dem Spiel das sehen musste und dann führt auch kein Weg dran vorbei. Ich kann nicht sagen, wenn Fernsehkameras eine andere Sprache sprechen, Fernsehbilder, kann ich nicht sagen. Das war aber doch richtig, weil ich es so entschieden habe, nein, es ist verkehrt. Wir müssen zu unseren Fehlern stehen, auch wenn es noch so bitter ist. Zumindest ist es immer eine Frage der Entwicklung. Denn wir haben jahrelang gesagt, ja, guck mal da in den südländischen Regionen, da glänzen die Spieler durch Schauspielerei, durch Schwalbe und. Und plötzlich haben wir festgestellt, es ist in Deutschland wenigstens genauso schlimm wie in Italien, wie in Spanien, wie in Griechenland. Also es ist auch eine Entwicklung, die wir da erleben. Möglicherweise ist es auch eine Entwicklung, weil wir mittlerweile sehr viele Spieler aus anderen Nationen in Deutschland erleben. Ich würde es niemals daran festmachen, dass es eine Mentalitätsfrage ist, sondern es ist immer eine Anerziehungsfrage. Diesen Druck erleben Sie während des Spiels nicht. Es ist natürlich so, dass ein Schiedsrichter vor dem Spiel sehr angespannt ist. Er weiß um die Bedeutung des Spiels. Und Sie sind eben ein Schnellrichter auf dem Platz. Und deswegen muss ich ganz, ganz schnell entscheiden, ich muss wissen, dass ich auch der Möglichkeit unterworfen bin, einen Fehler gemacht zu haben. Das ist etwas, was mir auf dem Platz schon droht, was ich vielleicht als solche schon wahrnehme, was einen Schiedsrichter nicht sicherer macht. Denn ein Schiedsrichter, das werden Sie immer wieder erleben, der wird so lange gut und sicher auftreten, wie er von seinen Entscheidungen überzeugt ist. Das gehört leider dazu. Das ist eine negative Begleiterscheinung, aber ein Schiedsrichter wird von seinen ersten Zeiten, schon bei Jugendspielen, wird er damit leben müssen, dass er beschimpft wird. Dann sind es Eltern und Großeltern, die ganz viel vom Fußball verstehen bei Jugendspielen. Irgendwann geht es weiter, dann geht es auf den Dorfplatz. Dann sind es möglicherweise ein paar betrunkene Zuschauer, die mit der Flasche Bier über dem Jackett hängen und den Schiedsrichter beschimpfen. Und dann geht es weiter, dann sind es mehrere hundert Zuschauer, dann sind es mal 1000 Zuschauer. Und dann geht es weiter bis hin zu den Medien, die möglicherweise auch die ganze Sache auch noch anheizen, aufheizen. Und je weiter sie kommen, desto größer ist die Gefahr eben auch, dass sie schon mal Anrufe bekommen. Mein Telefonanschluss, der war nicht mehr der Öffentlichkeit zugänglich während meiner aktiven Zeit, weil es genügen ein paar verirrte Gestalten. Und wenn sie dann nach Hause kommen und ihr Anrufbeantworter ist voll mit Beschimpfungen und Bedrohungen, die wirklich teilweise sehr, sehr weit gehen, das ist nicht angenehm. Und deswegen war ich seinerzeit nicht mehr telefonisch erreichbar. We'll be right back.